Und diese Frage wird auch gerne immer wieder gestellt. Das ist die Frage, was ist denn der Unterschied? Wann esse ich die Cher Original? Wann soll ich die Pomeluzini essen? Was ist da im Grunde der Unterschied? Nachlesen könnt ihr einiges auf meiner Webseite goleibniz.com. Da gibt es dann bei den Share-Lebensmitteln unten Frage und Antworten. Da habe ich einiges ja, einfach zum Nachlesen auch hinterlegt. Und jetzt möchte ich einfach mal darauf eingehen, was beide gemeinsam haben. Beide gemeinsam haben diese lange Fermentationszeit. Und Fermentation wird mit gutem Grund immer populärer, sei es jetzt selbst fermentiert oder fermentierte Lebensmittel oder bitte die Mikrofone umschalten, wenn möglich. Boden. Und ich kriege das alles mit. Es redet, dann macht man einfach, ja, wie kann ich jetzt generell für die Teilnehmer das Mikrofon stumm schalten? Irgendwo ging es eigentlich mehr. Oder bitte mal selbst die Mikrofone auf stumm schalten, wäre ich sehr dankbar dafür. Ja. Martina Jung hat noch an, die Edith und die Gitti. Okay. Gut, also gemeinsam ist die lange Fermentation von 30 Monaten im ersten Schritt. Dann werden sie ja in die Sachets verpackt, egal ob Cher Original oder Pomeluzini, und reifen dort so lange weiter, bis wir sie verzehren. Eine zweite Frage, die gestellt wurde, wie lange sind die haltbar, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum, das aufgedruckt ist, schon abgelaufen ist? Dann sage ich unbegrenzt. Denn es fermentiert einfach weiter. Und auch in anderen Lebensmittelbereichen wissen wir, je länger etwas fermentiert, umso teurer wird es, umso wertvoller. Denken wir an Balsamico-Essig. Denken wir an Weine, die lange gelagert werden. Denken wir mal an Parmesan. Je länger der reifen darf, umso wertvoller, umso teurer wird er. Warum? Weil diese Mikroorganismen einfach weiter arbeiten. Dabei werden sehr viele Vitamine produziert. Unter anderem steigt der Vitamin-C-Gehalt sehr stark. Das wurde erstmals so richtig publik, als die Seefahrer das Sauerkraut da mitgenommen haben und dann der Skorbut nicht mehr aufgetreten ist und die Seefahrer auch in Summe einfach gesünder geblieben sind und leistungsfähiger. Aber nicht nur das. Die produzieren auch Vitamine der B-Gruppe. B-Vitamine brauchen wir für die Haut, für die Nerven, Vitamin K für die Blutbildung. Also da sind diese Mikroorganismen, diese kleinen Helfer mit dran beteiligt. Und das Interessante ist ja, dass die Mikroorganismen uns die Anzahl unserer Körperzellen um ein Vielfaches überschreiten. Also man kann rechnen, auf eine Körperzelle kommen circa 20 Mikroorganismen. Andere sprechen von 1000, aber wenn wir nur von 20 ausgehen, haben die Mikroorganismen im Grunde genommen mehr Einfluss auf unsere Gesundheit als unsere einzelnen Körperzellen. Wir brauchen sie, das ist Symbiose. Also Symbiose bedeutet, wir brauchen uns gegenseitig, wir unterstützen uns und wir ernähren uns gegenseitig davon. Auch alles seinen Wirt. Und jetzt brauchen wir ja bloß die richtigen Mikroorganismen. Also ein Milieu, ein Klima schaffen, dass sich die guten, die für uns wertvollen Mikroorganismen bei uns eine Heimat finden, die sie nicht mehr aufgeben wollen.
die sie verteidigen, wo sie sagen, nein, ich bleibe an meinem Platz. Und das große Thema bei uns ist natürlich der Darm, die Darmbakterien. Wir haben aber auch Mikroorganismen auf der Haut. Das weiß man aus der Kosmetik, ne? Der Säureschutzmantel der Haut, und dann sind da auch Symbionten drauf, die Gifte abwehren, die die Haut pflegen, die bestimmte Aufgaben haben. Und im Darm haben wir auch bestimmte Symbionten. Und gerade während der Fermentation von Lebensmitteln entstehen eben diese probiotischen, uns für unseren Körper wertvollen Mikroorganismen. Die produzieren ja nicht nur Vitamine hier in der Verpackung schon, sondern in der Verdauung sorgen sie dafür, dass im Darm ein Gleichgewicht entsteht. Wir haben immer alle Bakterien. Wir haben die gesund erhaltenen Bakterien und die pathogenen Bakterien. Immer. Auf der Haut, im Körper, immer. Aber das Milieu, das Klima macht aus, welche Symbionten sich vermehren oder höher entwickeln können. Das weiß man auch aus der Isopathie. Das ist ein kleiner Bereich der Homöopathie, die Enderleintherapie. Deren Ansatz ist, dass Ich muss meinen Finger drauf halten. es redet hier jemand mit Mikrofon Ja, an, Beate, bitte, bitte leise stellen. Wie kann ich sie stumm schalten? Ich kann, da kann ich stumm schalten. So, jetzt. schon. Und warum kann ich die Beate nicht stumm schalten? Hallo, Beate. So. Also, bei der Enderleintherapie ist es so, immer wenn sich Bakterien höher entwickeln, dann haben wir Probleme, Symptome, sind wir krank. Und deren Ansatz ist, wenn man dann eben diese Bakterien im Jugendform dazu gibt, entwickeln sich diese Bakterien zurück. Das lässt sich jetzt auch ein bisschen so auf den Darm mit übertragen. Einmal, wenn wir die Scherlebensmittel essen, bekommen wir sehr viele probiotische Mikroorganismen. Das wird bekommen. Das Darmklima reguliert sich, dann fühlen sich eben die probiotischen Mikroorganismen auch wohler. Diese Bakterien, die für uns gut sind, verstoffwechseln Ballaststoffe. Also ballaststoffreiche Lebensmittel sind die Nahrung für diese probiotischen Mikroorganismen. Und aus diesen Ballaststoffen werden unter anderem von diesen Mikroben kurzkettige Fettsäuren produziert, die unser Körper braucht, um Entzündungen im Körper bekämpfen zu können. Ja, was haben Shea, Original und Pomelozini noch gemeinsam? Die Früchte dürfen bis zur Fruchtreife reifen. Die Shea Original am Baum und die Pomelozini auch, bis sie reif sind. Also nicht grün geerntet. Und ein Apfel, den wir vom Apfelbaum, der uns so fast in die Hand fällt im Herbst. Wie schmeckt denn der? Wie riecht der? Das ist einfach ein Genuss, ja. Und wenn er grün ist, wenn man den noch runterrupfen muss und wir beißen rein, dann schmeckt er halt noch nicht so gut. Und da sind auch noch nicht so viele Polyphenole und sekundären Pflanzenstoffe entstanden, die unser Körper auch braucht, um sich schützen zu können, um jugendlich zu bleiben, um jung zu bleiben. Denkt mal an den Bereich Anti-Aging, und da spielen diese Polyphenole eine große Rolle. So, und jetzt kommen wir zum Unterschied. Das ist einfach, Äpfel und Birnen sind was anderes. Ich kann leider bestimmte Personen hier nicht stumm schalten, und ich weiß nicht warum. Die Beate, die da so gerne redet, kann ich leider nicht stumm schalten. Ja, da fehlt genau der. Ja. Eine Pomelo ist was anderes wie eine Ume-Aprikose, richtig? Allein von der Frucht. Sie schmeckt anders, sie wächst anders, sie wächst in anderen Regionen und sie hat andere Inhaltsstoffe. Die
Pomelozini gehört ja zu den Zitrusfrüchten. Die Pomelo ist die überdimensional große Grapefruit, sagen wir mal. Und gerade Sportler und Personen, die viel geistig arbeiten müssen, schätzen, für die sind Pomelos sehr gut, weil sie reich an Vitamin C sind und an Mineralstoffen wie Calcium, Eisen, Mangan, Phosphor, Kalium. Und genau diese Vitamine und Mineralstoffe braucht halt ein Sportler auch vermehrt. Die Pomelos gelten im asiatischen Kulturkreis, also asiatische Kaiser haben diese hautverjüngenden Eigenschaften der Pomelo geschätzt. Das mag auch wieder an den hohen Vitamin-C-Gehalt liegen, denn das sind auf 100 Gramm immerhin 40 Milligramm. Also für das schöne Hautbild, dann zudem sind diese Bitterstoffe, die unterstützen die Leber, wenn die Leber besser arbeiten kann. Dann wird weniger Zucker in Fett umgebaut, was ja natürlich der schlanken Linie zugute kommt. Und im asiatischen Kulturkreis gelten Zitrussäuren generell als fettlösend. Und wer schon so Zitrusreiniger zu Hause verwendet hat, weiß, dass man damit wunderbar reinigen kann, auch was so Fettablagerungen betrifft. Und in China kochen sie diese Pomelo mitsamt der Schale, also klein geschnitten. Und dieses kochende Wasser gießen sie dann durch ein Sieb in verstopfte Abflussrohre. Und dann reißt es richtig durch. Also statt einen Rohrreiniger nehmen Sie gekochten Pomelo-Sud. Ja, wenn die Leber unterstützt wird, läuft natürlich auch die Entgiftung besser. Also auch, ja, wenn man detoxen möchte, wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach da unterstützen, dass, ja, das, was den Körper verlassen möchte, einfach auch leichter verlassen kann, ist es ein gutes Zeichen. Wenn wir zum Beispiel dann ein bisschen Hautausschlag bekommen oder Pickelchen oder wenn das ist ja ein Notventil, die Haut, ja? Und da kann es eben sein, dass überschüssige Toxine auch über diesen Weg ausgeschieden werden. Oder es ist auch ein gutes Zeichen, wenn du dann häufig auf Toilette gehen kannst, weil der Körper sagt, Yippie, endlich kann ich aufräumen, ich will meine Gifte jetzt, kann ich sie endlich rausschleusen. Und dann haben wir sehr häufige und oftmals sehr weiche Stuhlgänge. Und diese Entgiftung, da kann man natürlich sagen, nach einem halben Jahr oder Jahr, wenn man das isst, ja, warum habe ich immer wieder mal so weichen Stuhlgang? Ganz einfach, das hängt von der Ernährung ab. Ich kann es richtig provozieren. Wenn ich nämlich Lebensmittel esse, die mein Körper nicht so gerne mag, wie Milchprodukte zum Beispiel oder Weizen, hauptsächlich diese zwei, und ich bin wo eingeladen und ich esse das dann. Dann weiß ich, dass ich am nächsten Tag wieder häufig auf der Toilette bin. Und jetzt mache ich es schon immer vorsorglich so, wenn ich weiß, da gibt es was Fettreiches, zum Beispiel Tiramisu, wenn das meine Nichte macht, das esse ich gerne, aber auch nur bei ihr. Da ist alles drin, was mein Körper so nicht unbedingt mag. Dann esse ich vorher schon eine Pomelozini. Und dann kriege ich meistens den Stuhlgang schon abends, bevor ich ins Bett gehe. Der Körper reagiert sofort, der Darm ist so tipptopp in Ordnung, dass er das, was meinen Organismus nicht gut tun will, würde, sofort rausschleust und gar nicht erst oder nur wenig über die Darmwand aufgenommen wird. Dann kenne ich viele, viele, viele Frauen, die schätzen die Pomelozini so, weil sie am Morgen dann einen flacheren Bauch haben. Also wenn man fortgehen will, nach was Bestimmtes anziehen und man weiß, der Hosenbund, der zwickt schon so ein bisschen,
am Tag vorher eine Pomeluzini essen und am nächsten Tag morgens, kann ich selbst beobachten, ist der Bauch immer flacher, als wenn ich eine Shea Original esse. Ja, und was noch ist, diese Zitrus, Öle werden ja auch in der Aromatherapie eingesetzt, im Bereich, dass es eben antiseptisch ist oder antibakteriell. Ja, und da habe ich so manche Rückmeldungen von Kunden, dass zum Beispiel bei Hunden dann das richtig entwurmt hat, also als Wurmkur. Die Shea Original fressen sie noch lieber als die Pomeluzini oder die Pomeluzini, also auch bei der Shea Original. Auch bei Katzenbesitzern ist es ja oft so, dass die ganze Familie auch Würmer hat, ohne dass man es merkt. Und eine Kundin, die hat halt dann mich, hat gesagt, ja, dann habe ich in der Toilette halt was gefunden, was nicht so appetitlich war. Auch bei Kindern, also dass die eine Mutter war schon ganz, ja, mehr oder weniger verzweifelt, weil das, was den Kindern verordnet wurde, leider den zum Entwurmen wenig hilfreich war und eher sie das Gefühl hatte, diesen Kindern tut das überhaupt nicht gut. Und dann hat sie das eben mit der Shea Original und da sind eben diese kleinen Mitbewohner auch mit der Zeit weggegangen. Wir müssen es uns ja erst gar nicht anlachen. Wenn wir vorher schon einen Darm in Ordnung haben oder was dafür tun, ja, dann ist natürlich auch die Anfälligkeit für so Würmer oder Getier nicht mehr so groß. Übrigens, alles, was ich jetzt hier erzähle, ist in unserem privaten Bereich. Denn laut Gesetz dürfen Lebensmittel oder haben Lebensmittel keine Wirkung. Ich darf also jetzt nicht sagen, ich dürfte auch nicht erzählen, was Kunden erlebt haben, was in den medizinischen Bereich reinreicht, weil das ganz einfach von Gesetz in unseren, ja, in Europa und darüber hinaus nicht gesagt werden darf. In Asien ist es eine andere Geschichte. Da gibt es zuhauf Studien zum Bereich, eben auch zur Shea Original, zu fermentierten Lebensmitteln und sehr viel niedergeschrieben habe ich hier, also mit Studien verweisen in meinem Buch. Da auf Seite 37, zum Beispiel habe ich auch eine Zusammenfassung, was probiotische Mikroorganismen, woran die alle beteiligt sind, ja. Also was die so machen, Pflege der Darmschleimhaut, Gleitfähigkeit des Stuhls, Schutz vor Schädlingen wie Pilzen, Würmern, Parasiten, Giftausscheidung, Unterstützung des Immunsystems, an der Glückshormonproduktion mitbeteiligt, an der Bildung von Botenstoffen fürs Gehirn mitbeteiligt, in der Fettverdauung. Also das sind was probiotische Mikroorganismen machen. Wäre vielleicht auch ein schönes Geschenk zu Weihnachten. Ich habe es extra so aufgebaut, dass hier so Schautafeln mit dabei sind. Das sind jetzt die 12 Geheimtipps zum Abnehmen, also auch in Zusammenfassungen. Ich habe es extra so aufgebaut, dass es auch als Nachschlagewerk dienen kann oder Schnellmaßnahmen bei Vitalitätsverlust. Wenn man so das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht mehr auf die Beine, ist immer mit so einer orangenen Linie. Und ansonsten ist eben in längeren erklärt mit Verweis zu Studien. Es geht um das Thema Darm. Wer fit im Darm ist, ja, der ist auch top in Form, sowohl innen wie außen. Ja. Kann über einen Webshop oder auch bei mir mit der Bestellung mitbestellt werden. 24,90. Ist die Buchpreisbindung, weil es eben auch gelistet ist über den Buchverlag. Ja, und jetzt kommen wir zur Shea Original. Oder gibt es eine Frage zur Pomeluzini? Dann können wir die ja auch gleich, kann ich auch gleich beantworten. Gut. Ach. Ich wollte Rudi, du mal bist kurz ja noch fragen. mit reingekommen. Das
Freut mich. Arminius, ja. Ja, Pomelozini ist vermutlich die verkleinerte Form von Pomelo, Ah, oder? sehr, sehr wertvolle Frage. Ich gehe mal davon aus, dass da jeder weiß, was ich weiß. Die Pomelo ist diese große Frucht und die Pomelozini, diese großen Früchte, die werden entsaftet, dann wird die Schale zerkleinert. Und dann kommt der Saft und die Schale ins Fass. Und mit dem Muttersaft aus dem Vorfass wird dann die Fermentation gestartet. Also die gesamte Schale, das Weiße, das Äußere, der Saft, alles zusammen. Und es wird 30 Monate fermentiert. Dann wird das Ganze zu Kügelchen geformt, also das ist noch relativ flüssig, wird dann bei, oder so manchig halt, das wird dann unter 40 Grad, also dass eben die richtige Feuchtigkeit dann entsteht. Und dann werden sie zu Kügelchen geformt. Und für eine Pomelozini, in einer Pomelozini sind 4 bis 6 Pomelos enthalten. Wenn sich also jemand mal die Frage gestellt hat, warum sind die im Verhältnis so teuer? Weil da kriege ich ja wirklich bloß 20 Stück für 79 Euro. Und da könnte man sagen, ui, ist das teuer. Aber wenn wir überlegen, dass 4 bis 6 große Pomelos drin sind und eine Pomelo im Supermarkt schon 3,99 kostet oder 3,49, dann ist es wieder günstig. Übrigens, das wollte ich, kann ich jetzt auch an dieser Stelle gleich noch erwähnen. Diese Box mit 20 Stück, da habe ich nur noch wenige da. Also wer noch so eine schöne Box möchte, jetzt sind sie noch erhältlich. Die Box wird abgelöst mit dem kleinen Standbeutel aus Zuckerrohrverpackung. Unterschied jetzt schon ist, in der Box sind 160 Gramm drin, in der Tüte sind 170 Gramm drin zum gleichen Einkaufspreis, also zum gleichen Preis. Aber wer noch eine Box möchte, ein paar habe ich noch. Wer da nicht so Wert drauf legt, kann auch 10 Gramm mehr haben mit der Tüte. Und mit unseren 30% plus gibt es dann eben diese, hier gibt es 6 Früchte mit oben drauf, also statt 20, 26. Und bei der Tüte die 170 Gramm, 30% mehr. Ja, gut. Das war jetzt die Pomelo, das war die Frage. Habe ich die ausreichend beantwortet? Ja, das war die Frage, wie viel da enthalten ist. Im Prinzip ja. Ich wollte noch fragen, wie lange wird die fermentiert? Wie lange dauert das Ganze? 30 Monate. Also das sind 30 ja Monate im drei Fass. Jahre, ja. Ja, genau. Und dann werden sie zu den Kügelchen geformt, kommen in die Ja, Einzelverpackung okay. und fermentieren weiter. Aber das heißt, dieser lange Manufakturprozess rechtfertigt letztendlich den Preis dann am Ende, ne? Ja, genau. Das ist der Punkt, weil diese lange Reifezeit ist, ja. Also wir kaufen jetzt die Früchte ein, die dann in 4,5 Jahren auf den Markt kommen, letztendlich, weil wir schon die Ernte bezahlen, bevor es überhaupt geerntet ist, die Früchte. Gerade bei der Share Original, also bei der Share Original weiß ich es, dass es so ist. Ja. So, dann kommen wir jetzt zur Danke. Share Original. Danke, das war's. Gerne. War eine wertvolle und wichtige Frage, denn ich denke ja nicht an alles und deshalb möchte ich das auch so in einem Fragestil haben. Gut. Die Share Original, die Ume-Aprikose wird gerne als grüne Pflaume bezeichnet. Warum sich das so eingebürgert hat? Es wurde anfangs nachlässig übersetzt, sagen wir es mal so, dann war die grüne Pflaume schon so bekannt, aber das hat mit der Pflaume nichts zu tun, sondern das ist eine Aprikose, eine grüne Aprikose. Und diese Ume gibt es in Japan ja auch als Umeboshi, also salzig eingelegt. Wir verwenden diese Ume-Früchte,
Die dürfen am Baum so lange reifen, bis sie runterfallen, werden in Netzen aufgefangen. Die Kleinbauern legen das dann ins Fass und starten das mit dem Muttersaft. Und da sind jetzt 4 Jahrzehnte Erfahrung allein vom Unternehmen Scheer. Ansonsten hat diese Frucht ja eine Tradition seit 1500 Jahren, die fermentierte Ume-Aprikose. Und ich sag, was so lange überdauert, das muss gut sein. Ja? Was 1500 Jahre später immer noch genauso gerne gegessen wird wie am Anfang, dann muss ja irgendwas gut sein. Sonst wäre ja das schon längst irgendwo verschwunden. Und mehr denn je, jetzt diese Schere ist jetzt schon weltweit in sehr, sehr vielen Ländern vertreten. Ich glaube, über 40 Länder oder sind wir schon bei 45 Ländern, wo diese Früchte jetzt erhältlich sind. Die Ume ist unter vielen Namen bekannt, also von eben grüner Pflaume zu Ume-Aprikose zu Schnee-Aprikose. Warum Schnee-Aprikose? Weil die Bäume im Winter blühen. Deshalb sind sie auch, gelten sie auch in der Tradition, dass sie eben sehr die Widerstandskraft und die Langlebigkeit fördern. Was auch nachvollziehbar ist, weil in den Regionen, wo der Umebaum wächst, tatsächlich die meisten über 100 oder sehr, sehr, sehr viele Menschen über 100 werden oder sogar 115, 120 Jahre jung, hat mehrere Gründe, nehme ich mal an, weil der Umebaum wächst nur auf basenreicher Erde in einem besonderen klimatischen Umfeld. Und wenn die Erde sehr basenreich ist, bedeutet das ja einmal, der Umebaum wächst dort, aber auch alles, was dort angebaut wird, enthält natürlich einen höheren Mineralstoffanteil als unsere ausgelaugten Böden. Und das mag womöglich, davon gehe ich aus, auch noch eine Rolle dabei spielen. In Japan, Japaner essen jeden Morgen 2 Ume-Aprikosen und trinken grünen Tee, weil sie sagen, so wie der Engländer, an Apple a day keeps the doctor away. Sie ist sehr basenreich. Da komme ich gleich noch drauf. Also der Baum, kommen wir nochmal dazu, es gibt 300 verschiedene Ume-Bäume. Die können eher so buschförmig wachsen. Sie können aber auch sehr groß werden, also sehr hoch werden. Das ist je nach Region etwas unterschiedlich. 1 bis 15 Meter hoch können die werden. In Taiwan hat die Heckflosse von den Flugzeugen die Umeblüte obendrauf. Also weil die, also es ist die Staatsblüte von denen, weil dieser Baum so gut wie heilig gesprochen ist. Die Ume heißt, sie ist glücksverheißend, sie steckt voller Lebenskraft und Lebenswillen und kann widrigsten Umständen trotzen. Und sie sagen halt in der Tradition, genau das passiert auch bei den Menschen, sie werden Diamanten unter den Früchten bezeichnet oder auch Königin der alkalischen Lebensmittel. Und da sind wir gleich dabei, was die Ume-Aprikose so alles an Kraftpaket mit sich trägt. Sie hat zum Beispiel doppelt so viel Eiweißanteil wie jede andere Frucht, die es gibt. Also doppelt so viel Eiweiß. Dann organische Säuren. Und diese organischen Säuren sind jetzt das, warum sie als alkalisches Lebensmittel so bekannt ist. Denn bestimmte Zitrussäuren bilden im Darm ein basisches Salz. Und damit kann Zucker im Körper neutralisiert werden. 10 Gramm Ume-Aprikose, so heißt es, in Studien in China oder Japan kann bis zu 100 Gramm Zucker neutralisieren.
Auf jeden Fall ist gut, wenn wir eine Ume essen, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Denn das eine oder andere süße mehr, glaube ich, steckt sich jeder in den Mund. Manches mag man halt zu dieser Zeit und es ist immer die Menge macht's, dass ein Ding kein Gift ist. Und ich empfehle jedem jetzt ganz fleißig auch die Schär zu essen, eben um diese überschüssigen Säuren, die mit zu viel Zuckerweizen oder egal, auch Dinkelmehl es ist oder Getreide generell, ja, fördert halt eine Übersäuerung im Körper. Eine andere Säure, die wiederum stimuliert die Leber. Leber haben wir ja vorher schon, das ist wieder Detox oder auch Entsorgung von künstlichen Chemikalien im Körper. Trägt zur Entgiftung bei. Und da sagt die TCM, die Umefrucht wirkt gegen drei Gifte. Einmal Gifte im Blut, Gifte in der Nahrung und Gifte in Körperflüssigkeiten, in Wasser. Also die Lymphe, Entgiftung. Letztendlich Fastengruppen, die ja mit der Schär arbeiten, auch wenn es jetzt zum komplett, also quasi Saftfasten geht oder nur Gemüsebrühe Saft, fasten, die nehmen alle eine Ume zu sich pro Tag, also eine Schär Original, indem sie das morgen mit dem Wasser übergießen, maximal 42 Grad warm, damit die Symbionten nicht getötet werden, abgetötet werden, ziehen lassen und dann das als Tee trinken. Und das kann man über den Tag immer wieder aufgießen. Und am Abend ist ja die Frucht so richtig matschig, ja. Dann die lutschen, nicht kauen, nur lutschen. Weil über den Kaureflex würde ja dann wieder dieses Hungergefühl angekurbelt werden. Und das Interessante ist, bei diesen Fastengruppen, die haben auch nach 20 Tagen nichts essen, immer noch Stuhlgang. Bis zu, ja, 10 Kilo, 15 Kilo alten Stuhl kann ein schlanker Mensch mit sich rumtragen, ohne dass es wirklich registriert oder sich unwohl fühlt. Die TCM sagt auch, man sollte mindestens ein Jahr was für seinen Darm tun. Denn wenn der Darm in Ordnung kommt oder wenn man diese Ume-Aprikose isst oder die Shea Original, der erste Monat ist der Dickdarm, ja, Dickdarmentgiftung, zweiter Dünndarm, dritte Leber, vierte Lymphsystem, fünfte Blutgefäßsystem und so putzt sich dann der Körper innerhalb von einem Jahr durch. Das ist in der TCM Gang, also das ist in der TCM, wie soll man das sagen, gibt es Aussagen dazu in der TCM? Ich darf es ja nicht sagen. Ich habe bloß selbst gemerkt, dass eben Veränderungen stattfinden. Konnte das ja anfangs beobachten, dass dann bei mir eben, das war Ende vierter Monat oder schon Mitte fünfter Monat, wo ich dann ganz stark geschwollene Lymphknoten unter der Achsel hatte, besonders abends sehr schmerzhaft. Und ich bin ja keine, die schnell zum Doktor rennt. Da habe ich gedacht, vergeht schon wieder. Aber es hat eben 2, 3 Wochen angehalten. Dann habe ich gedacht, ui, jetzt kommt es mir aber doch komisch vor. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich das in einer Schulung mal gehört habe, hatte auch Notizen gemacht, habe dann nachgelesen und tatsächlich ist es in dieses Zeitfenster gefallen. Und der Dr. Jürgen Merkel, Moment, habe ich es hier, der ja auch das Vorwort, ihr kennt das alles, von der Sonne im Bauch geschrieben hat, der hat ja gleichzeitig ich mit mir auch angefangen, weil ich hatte ihn damals auch ein paar Früchte geschickt zum Probieren und er hat gesagt, ui, was hast denn du da? Das als Mediziner interessiert mich das, weil mit dieser Frucht erreiche ich nicht bloß den Dickdarm, sondern auch den Dünndarm. Und als wir kommen zum Dünndarm nicht hin als Mediziner. Von oben können wir nicht hin und von unten dürfen wir nicht. Weil wenn diese Darmbakterien vom Dickdarm in den Dünndarm gelangen, dann spricht man von einer Dysbiose. Und das ist nicht lustig.
Also da wird man sehr schwer krank. Das darf auf keinen Fall passieren. Ja, und der Dr. Jürgen Merkelt, mit dem hatte ich telefoniert und habe das auch mit den Lymphknoten angesprochen und auch, dass sich das jetzt bei mir, dass das eben in das Zeitfenster fällt. Und dann hat er gesagt, du jetzt, wo es das sagst, also bei mir auch. Und ich hat dann noch eine Woche, 10 Tage gedauert und dann waren die Lymphknoten, habe ich nichts mehr hier gespürt unter der Achsel und die Lymphknoten hier, ich hatte immer als Kind ganz geschwollene, also bis ich die Schere gegessen habe, immer ganz geschwollene Lymphknoten. Und hier auf dieser Seite sind sie jetzt normal groß und hier ist immer noch eine leichte Schwellung da. Aber nicht so, wie es vorher war. Also sonst hatte ich auf beiden Seiten immer geschwollene Lymphknoten. Das hat sich mit der Schere bei mir verändert. Ja. Die Shea Original enthält ganz viele Polyphenole und diese Polyphenole brauchen wir, um Zellschädigungen, also Polyphenole sind dafür bekannt, dass sie Zellschädigungen durch freie Radikale abmildern. Das ist der Bereich Anti-Aging, weil da eben Flavonoide drin sind und Anthocyane habe ich auch hier im Buch näher erläutert. Also habe ich sehr viel über Polyphenole geschrieben, auch wo man so flavonoidreiche Lebensmittel, wo die enthalten sind. Ja, genau. Dann diese Polyphenole braucht der Körper auch, damit dieses Herz-Kreislauf-System, das Adersystem geschmeidig bleibt. Denkt mal an die Arteriosklerose. Also, das nicht so leicht abgelagert werden kann. Dafür benötigt unser Organismus über unsere Nahrung Polyphenole. Und die Polyphenole werden auch wieder in den letzten Tagen der Fruchtreife besonders herausgebildet. Wenn wir heute irgend im Supermarkt Obst einkaufen, ich schaue es immer an und mag es gar nicht mit nach Hause nehmen. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Und auch im Biomarkt ist die Qualität oftmals leider nicht mehr so, weil es zu früh geerntet wird. Weil es einfach durch, ja, Lagerprozesse, Transportwege. Ich kaufe am liebsten bei den Bauern ein. Wir haben leider in diesem Jahr kaum Obst gehabt, weil dann im Frühjahr waren Stürme. Da wurde es noch mal kalt, dann haben wir im Sommer diesen schweren Hagel gehabt, wo es die ganze Obst kaputtgeschlagen hat. Also war dieses Jahr nicht so prickelnd in meiner Region. Jetzt esse ich halt mehr Gemüse. Da sind die Polyphenole auch drin. Ja, was haben wir noch? Ich lese jetzt mal ein bisschen nach. Diese Polyphenole, die Blattwehr. Genau. Generell, das hatte ich bei den Säuren übersehen, bei den Fruchtsäuren, die enthalten sind, dass das eben auch antiseptisch ist, es die Verdauung fördert. Das wissen wir ja auch von Pektin, also grüne Äpfel. Pektinreiche Lebensmittel unterstützen die Verdauung. Ja, und Eiweiß wird leichter aufgenommen, wenn wir eine Ume-Aprikose essen. Also der Körper kann Eiweiß besser verstoffwechseln, wenn wir Ume essen, die Ume-Aprikose. In China wird deshalb gerne bei eiweißreichen Lebensmitteln eine Ume mitgekocht. Das macht auch das Fleisch zarter. Ja. Dann steckt sie natürlich voller Vitamine, die gute Ume-Aprikose. Vitamin C nicht so hoch wie bei der Pomelo. Das ist jetzt da auch ein Unterschied. Sehr viele B-Vitamine drin, sind drin, Vitamin A, was wichtig ist für die Augen. Vitamin E als Zellschutz und Vitamin K, das brauchen wir für die Blutgerinnung.
Und natürlich viele Mineralstoffe. Es ist ja eine basenreiche Frucht. Ich lese sie vor. Zum Beispiel Eisen, das braucht man für einen Sauerstofftransport, wenn wir müde sind. Dann ist mehr Eisen notwendig, was übrigens zurzeit viele Menschen brauchen, dass wir mehr Eisen aufnehmen sollten. Das sagt meine Therapeutin, die eben feinstofflich auch arbeitet. Calcium, Mangan, das braucht man fürs Bindegewebe, Phosphor, was man für Knochen und für die Energie benötigen, und Kalium. Kalium wieder für den Säure-Basen-Haushalt. Jetzt habe ich viel erzählt. Wie können wir es auf den Punkt bringen? Am besten ist es so, einfach mal für mindestens eine Woche nur die Pomelo essen. Schauen, was macht es mit mir? Wie fühle ich mich dabei? Wie schaut die Verdauung aus? Dann eine Woche die Shea Original essen, wieder hinspüren, was macht es mit mir, wie fühle ich mich dabei, ja, wie schauen die Ausscheidungen aus. Dann kriegt man so ein Gespür dafür. Ich esse die Pomelozine immer gerne, wenn ich fettreich esse. Ich habe manchmal Phasen, da kann es mir nicht genug Fett sein. Da nehme ich auch mehr Öl her und wunderbar, und dann esse ich lieber die Pomelozini. Und wenn ich merke, so was mit Übersäuerung zu tun hat, die Tendenz vielleicht zu Sodbrennen oder so, was ich seit meinem Krankenhausaufenthalt häufiger habe, hatte ich früher so gar nicht. Aber seit ich dort war, ist es immer noch nicht ganz im Gleichgewicht, und da esse ich dann die Shea Original. Also intuitiv esse ich dann lieber die Shea Original. Und die Shea Original esse ich natürlich auch gerne, wenn ich abends mal, ja, Fernseh schauen tue ich eh nicht mehr, aber bestimmte Filme anschaue. Dann, und ich möchte gern so nebenbei was naschen, dann esse ich auch gern die Shea Original, weil sie einfach lecker ist. Ich liebe sie. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Und jetzt bin ich natürlich, freue ich mich ganz besonders auf eure Fragen. Kann also das Mikrofon dann eingeschalten werden oder die Hand gehoben werden? Die Franziska möchte etwas sagen. Ja, Ja, gerne. mich würde interessieren, wie das dann mit der Magensäure ist. Wie viel wird da zerstört, weil das ja relativ sauer ist, das Milieu im Magen? Von Die den ganzen Inhaltsstoffen, die da drinnen sind. Hat man da Untersuchungen gemacht, nehme ich an, oder? in der sicher im asiatischen Kulturkreis sicher, weil da hat man zu sehr vielen Erkrankungen ja Studien gemacht. Eins kann ich von der Ume-Aprikose noch sagen, dass sie einen bestimmten, ja, auch ist das auch ein Polyphenol, Syringarsol heißt es, glaube ich. Da haben sie sogar bei Heliobacter pylori gute Ergebnisse. Nein, das war eine Studie aus Japan. Okay. Sehr, bei dieser Erkrankung sehr gute Ergebnisse erzielt bei dieser Studie. Die Symbionten überleben die Magensäure und letztendlich, wenn wir unsere Kunden so beobachten, wie es denen geht, oder wenn die ein paar Jahre diese Früchte essen, was sie selbst berichten, dann gelangt sehr viel davon genau dorthin, wo es im Körper aufgenommen werden kann. Also in den Dünndarm auf jeden Fall. Und im Dickdarm ist ja dann hauptsächlich diese Symbiontengeschichte, die dann noch diese Restverwertung machen und für die Ausscheidung giftiger Stoffe zuständig sind. Okay. Ja. Ich habe noch eine Frage. Danke. Wenn, was ich mich immer wieder frage, ich unterbreche immer wieder, weil ich nicht davon abhängig werden möchte. Wie Danke für die gute Frage. es damit aus? Also, Abhängigkeit von einem Lebensmittel gibt es nicht.
Wenn ich jeden Tag einen Apfel esse, könnte ich auch sagen, ich bin vom Apfel abhängig, weil der Apfel bei mir auch der Verdauung gut tut oder so. Ja, es ist ein Lebensmittel, es ist ja nichts zum Einnehmen. Viel besser ist es, die Schere täglich zu verzehren, vielleicht auch nur eine halbe oder nur eine Viertelfrucht, dafür täglich und dabei bleiben. Warum? Weil dort genau die Symbionten ja mitgeliefert werden, die unser Körper so dringend als Unterstützung braucht. Und wir essen so viel. Wir essen so viel, was das Darmmilieu aus dem Gleichgewicht bringt. Wir essen so viel, was im Darm dann fördert, dass pathogene Mikroorganismen überhand nehmen. Deshalb, ich höre nicht auf. Ich esse jetzt seit fast 7 Jahren diese Frucht täglich. Und ich höre nicht auf damit, weil es für mich eins der ehrlichsten Lebensmittel ist oder das ehrlichste überhaupt. Denn die Früchte werden vollreif geerntet, da wird nichts hinzugefügt, nichts wegdividiert. Die sind lebendig, wachsen in Naturschutzgebieten. Da darf in die Nähe keine Schwerindustrie gebaut werden, weil die Bäume extrem empfindlich sind gegen Umweltgifte. Der wird sonst kaputt gehen und da wird ein Kulturgut kaputt gehen, sowohl in Japan wie in China wie in Taiwan. Und deshalb ist es für mich eines der ehrlichsten Lebensmittel. Und wir trinken jeden Tag Wasser, bin ich vom Wasser abhängig. Ja, Ja. da bin ich abhängig. Ja, ist es was Schlechtes? Nein, oder? Ist nichts Schlechtes. Bin ich von Nahrung abhängig? Muss ich täglich was essen? Da kann ich jetzt sagen, nein, weil es gibt ja auch die Menschen, die sich von Licht und von Photonen ernähren und das funktioniert sehr gut. Ich habe selber Personen kennengelernt, die schon seit 2 Jahren, 3 Jahren nichts mehr gegessen haben und bumperlmunter, fit und gesund sind. Aber davon wollen wir jetzt nicht sprechen. Also in der Regel sind wir abhängig davon, dass wir täglich was zu uns nehmen und was essen. Und warum sollte ich diese guten Mikroorganismen nicht mitessen, wenn es so viele schädliche gibt, die irgendwo mit rein manipuliert sind und die genveränderte Nahrung, die jetzt, ach ja, was soll man dazu sagen? Ich brauche einen Ausgleich dafür. Ich brauche einen Schutz, dass mein Körper das besser erkennen kann. Und das läuft über die Symbionten, dort, wo die Aufnahme stattfindet. Das ist meine persönliche Einstellung. Ich weiß halt, wer wirklich täglich diese Früchte isst, der hat nach ein paar Jahren ein Ergebnis von der Haut, von die Haare, dass die fülliger werden, von der Figur, dass er sich wohler fühlt, dass er glücklicher ist, also dass er rauskommt aus so Stimmungsschwankungen oder es ist immer so in der Summe, ja, man vergisst so vieles, was man hatte. Man müsste normalerweise alles aufschreiben, wo man so seine Bewegchen hat, bevor man mit der Schere das erste Mal zum Essen anfängt, damit man nach ein, 2 Jahren mal nachlesen kann, wo stehe ich denn jetzt und wo war ich vorher? Oder es fördert, wenn der Darm in Ordnung ist, kriegt man auch besser das Gespür, was tut meinem Körper wirklich gut, wenn ich essen soll. Da braucht man bloß an was denken und dann wissen wir, das brauche ich gar nicht verzehren, weil mir das nicht gut tut. Also dieses innere Gespür wird ein anderes, wenn der Darm in Ordnung ist. Ja, und eine Darmsanierung dauert lange. 10 Jahre schlecht behandelt oder kranker Darm braucht ungefähr ein Jahr, bis er oder alles, was man chronisch degenerativ hat, pro 10 Jahre braucht man ein Jahr Regenerationszeit. Im Körper geht es ja viel schneller als jetzt zum Beispiel bei Seen. Also wenn ein See, man sprach von den umgekippten Seen, mein Gott, das war in den 80er, 90er Jahren, dass die Seen alle, also so schlechtes Mikroflora hatte oder
viel zu wenig Kleinstlebewesen. Und da hat man davon gesprochen, dass der See umgekippt ist. Der Ammersee, glaube ich, der hat 20, 15 oder 20 Jahre gebraucht, bis der wieder saniert war, obwohl Symbionten reingepumpt wurden, also Mikroorganismen. Warum verwendet man Mikroorganismen in Kläranlagen? Weil die alle so umbauen, dass man dann dieses Wasser auch wieder trinken kann. Also, ich möchte nicht drauf verzichten. Und da sind 1500 Jahre Erfahrungen dabei. Und wenn ich jetzt erfahrene Menschen habe im Bereich, also Fermentation, die selber fermentieren oder die zum Beispiel EM oder Rechtsregulat oder andere Maßnahmen schon ergriffen haben, den Darm mit Symbionten zu versorgen. Die haben auf Messen dann oft abgewunken, haben gesagt, nee, ich bin da bestens versorgt, weil ich mache das und das, ich bin happy und zufrieden. Und da habe ich mir den Spruch von meinem Bruder zu eigen gemacht, das Bessere ist der Feind des Guten. Probieren Sie es halt einfach mal aus. Sie sind der Spezialist. Sie werden den Unterschied dann gleich merken. Und was können Sie schon falsch machen, wenn Sie jetzt eine kleine Packung mitnehmen und einfach mal was noch kennenlernen? Spüren Sie einfach hin. Und da sind ganz viele hinterher zu mir gekommen und haben gesagt, also das hätte ich mir nicht gedacht. Ich merke da einen großen Unterschied. Die sind auch meine Kunden geblieben. Und ich vermute, das ist eine Vermutung, dass dort noch einfach Bakterien und Mikroorganismen drin sind, die es auf der Welt gar nicht mehr so häufig gibt, weil da wurde immer dieser Muttersaft verwendet. Und viele Bakterienstämme gibt es ja womöglich schon gar nicht mehr so, die aber unser Körper braucht. Es zeigt auch diese eine Studie mit den über 100-Jährigen. Da waren 60 über 100-Jährige dabei und auch jüngere Menschen, Alter schon ab 25 Jahren, glaube ich, oder noch jünger. Und das war eine Langzeitstudie und da hat man eben Stuhlproben und hat halt geschaut, wo ist denn der Unterschied in der Bakterienzusammensetzung? Und da hat man festgestellt, dass eben die über 80-Jährigen und vor allen Dingen die 100-Jährigen seltene Bakterienstämme aufweisen konnten im Darm, die weniger oft vorkommen und bei den Jüngeren eben diese üblichen mehr vorhanden waren. Also ganz eine spannende Geschichte. Es gibt also Bakterien, die dieses Älterwerden fördern oder dieses auch fit älter werden fördern. Scheint so, sonst wäre die Studie nicht so ausgefallen. Ja. Ich finde es spannend und mir tut's gut und deshalb esse ich es. Manche essen jeden Tag oder ist jeden Tag ein Kaffee gut? Ist man dann abhängig vom Kaffee? Wer täglich Kaffee trinkt, kann man abhängig werden, das ist richtig. Oder wenn ich täglich Tee trinke oder was habe ich noch täglich im Speiseplan? Ich esse jeden Tag, ja, nicht jeden Tag, aber sagen wir mal, fünfmal pro Woche esse ich immer eine Handvoll Mandeln. Bin ich dann abhängig von den Mandeln? Also, ich sehe es ist ein Lebensmittel und ja, und das kann jeder selber hinspüren. Franziska. Frau Frei, ist es in Ordnung so oder ist noch was offen geblieben? Ja, ich finde halt, man kann das nicht unbedingt vergleichen, weil es ja was mit dem Darm macht, diese Bakterien. Und diese Bakterien, die bewerkstelligen ja, dass die Verdauung auch besser geht. Ja. Und inwieweit, dass das dann in diese Abhängigkeit führen kann, dass wenn ich damit aufhöre, aus irgendwelchen Gründen, dass dann gar nichts mehr geht. Das ist Nein, das kann ich sagen. Also gar nichts, so dass man eben dann dauernd verstopft ist. Nein. Dann entwickelt es sich so wieder zurück, wie man es vorher hatte, weil man meistens ja in der Ernährung nicht viel verändert hat. Und ich esse die Scheren aus einem anderen Grund noch, weil dann automatisch auch die Lust
auf Süßes abnimmt. Das habe ich bei mir beobachtet, dass ich dann gar nicht mehr so viel Süß brauche, wenn ich die Schere regelmäßig esse. Und das mit dem Stuhlgang, es ist kein Abführmittel. Die Schere Original ist kein Abführmittel. Es normalisiert die Peristaltik. Und es ist regulierend, weil wir haben auch Kunden, die ständig Durchfall hatten, die jetzt einen geformten Stuhl haben. Das Ziel ist, dass wir einen gesunden, geformten Stuhl haben, den wir mit einmal drücken absetzen können und wo wir kaum ein Toilettenpapier benötigen. Und das passiert mit der Schere, egal ob man vorher jetzt Verstopfung hatte immer oder Durchfall. Wenn der Darm in Ordnung kommt und die Schere unterstützt das Ganze halt, dann ist das Endresultat ein schöner, wunderbarer Stuhlgang. Außer wir essen dann eben Lebensmittel, die uns von Haus aus nicht gut tun. Also wenn das, was ich vorhin erzählt habe. Und wenn jetzt nach 2 Jahren diese Person immer noch sagt, jetzt habe ich es immer regelmäßig gegessen und ich habe trotzdem immer noch, ja, sehr weichen Stuhl, da kann doch was nicht stimmen, dann ist es sinnvoll, in die Ursachenforschung zu gehen. Wird häufig Weizen gegessen? Werden Milchprodukte vertragen? Was stimmt da in der Ernährung nicht? Da ist irgendetwas dabei, wo der Körper darauf reagiert, wo er sagt, tut mir nicht gut. Und das kann man wiederum auch selbst gut rausfinden mit der Schere. Weil dann kann ich ja einfach mal den Weizen weglassen und kann mal schauen, habe ich dann weniger so weichen Stuhlgang. Dann lassen wir mal 2 Wochen die Milchprodukte weg, dann kann man auch schauen, wird der Stuhlgang anders? Die Schere weiter essen, aber die Milch weglassen. Und mal schauen, was passiert. Verändert sich da mein Stuhlgang? Also könnte man auch so ein bisschen mit Disziplin natürlich selber austesten, welche Lebensmittel vertrage ich denn? Weil das ist ja, wir haben ja schon so eine Ahnung, was uns nicht gut tut, oder? Meistens haben wir ja so eine Ahnung. Ja. Hat jemand eine Frage oder einen Erfahrungsbericht genauso gerne? Möchte sich jemand mitteilen? Jemand, ja, jemand redet gerne noch. So. Ah ja, entdeckt, wer es war. Möchte jemand Ich mal? würde meinen, Ja? dass das war ungarisch. Ja, genau. Und ich wusste jetzt auch, es stimmt, das war es. Wer will denn eine Erfahrung mitteilen oder noch eine Frage stellen? Brigitte, ich hätte noch eine Frage. Ja, gerne. Und zwar hast du doch auch gesagt, dass es nicht so gut ist, dass man halt viel Getreide isst. Wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn man Brot isst und man verwendet da dann Sauerteig, weil das sind ja dann auch schon Mikrobakterien, Natürlich. Brechenschwindel, Und es ist so, dass mit dem Organismus. Sauerteig und einer langsamen Fermentation ist es ja letztlich Ja, ist ja auch. auch Umwandlungsprozesse stattfinden. Meistens ist dieses Brot, wenn es lange reifen darf, verträglicher. Wenn der Weizen drin ist, ist immer noch Weizen drin. Und der Weizen wurde bereits 1960 rum oder war es sogar noch früher, gentechnisch verändert. Nicht mit einem schlechten Hintergrund, sondern war der Gedanke, wir erhöhen den Eiweißanteil, um den Welthunger zu stillen. Und dann haben die Forscher und die Bäcker festgestellt, mei,
Wenn der Eiweißkörper mehr vorhanden ist, werden die Backeigenschaften feiner. Und dann kam das eine zum anderen. Dieses Eiweiß kann aber der Körper nur sehr schwer unterscheiden vom eigenen Körpereiweiß. Dieses veränderte Eiweiß. Und das macht schon Probleme. Und zum anderen, durch diesen erhöhten Glutenanteil entstehen vermehrt Entzündungen im Körper. Und zwar spricht man von einer Entzündungskaskade. Also das schaukelt sich auf und das geht sogar bis ins Gehirn. Also entzündliche Prozesse im Gehirn werden gefördert und die Gliazellen, das sind diese Reparaturzellen im Gehirn, können nicht mehr richtig ausreifen, was natürlich zur Folge hat, dass diese geschädigten Gehirnzellen nicht mehr so gut repariert werden können. Und da müssen wir an zwei Bereiche denken. Das ist Alzheimer und Demenz, was ja so zunimmt, ja. Und das hängt eben mit diesem veränderten Eiweiß hauptsächlich in Getreide. Es ist auch in der Demenzforschung jetzt in der Schweizer Klinik, die auch Parkinson und MS-Patienten behandeln. Das Erste, was gemacht wird, die werden komplett frei von Zucker und Getreideprodukten, kriegen die eine Ernährung verordnet. Zusätzlich kommt halt Bewegung dazu, dann kommt noch Galaktose, ein spezieller Einfachzucker dazu, der eben diese Gliazellen dabei unterstützt, dass die besser ausreifen können. Und diese Klinik hat, wie man in der Schweiz so gern sagt, weiß ich von den Schweizer Kollegen oder nur er hat es gemacht, sensationell gute Ergebnisse. Ja, also. Es wurde zu viel rummanipuliert am Getreide. Und auch der Dinkel ist nicht mehr besser. Auch der Emmer nicht. Es betrifft letztendlich diese ganzen Getreidesorten. Ich sage, mein Gott, wenn ich jetzt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, ja, was weiß ich, sonntags frühstücke oder wenn ich mal unterwegs bin und ich esse dann einmal was davon, okay. Doch schauen wir uns doch die Ernährung an. In der Früh ein Brot, abends ein Brot, mittags ein Knödel oder anderes mit Getreideprodukte. Man ist nur noch beim Getreide und das Getreide früher war notwendig, weil körperlich sehr schwer gearbeitet wurde und das Getreide sehr viel Brennstoff liefert. Mein Schwager, also meine Schwester und mein Schwager, die haben ja eine Landwirtschaft. Und die stehen morgens um 5 Uhr auf und dann sind sie erst mal fast 2 Stunden im Stall, haben körperlich schwer gearbeitet. Und wenn sich die zum Frühstück hinsetzen und ich würde zum Peter sagen, du lass dein Getreide weg, dann würde er mich auffressen, ja, letztendlich, und würde sagen, also hör mal bloß auf, weil da wird ordentlich gefrühstückt, ja, und das ist auch seine Hauptmahlzeit. Und der braucht das Getreide in dem Fall, wobei natürlich die entzündlichen Prozesse auch da sind, aber es wird anders verstoffwechselt, meine Vermutung, ja. Und mittags wird dann noch gegessen und vom Mittags weg isst er nichts mehr. Also der macht dieses Dinner-Canceling quasi. Also dieses, und das wiederum erhält auch jung. Also kommen viele Faktoren dazu. Ein körperlich schwer arbeitender Mensch mag es was anderes sein. Nicht, dass ich es befürworte. Aber wer körperlich nicht schwer arbeiten muss, der kommt wunderbar mit allem anderen zurecht. Es fehlt uns doch heutzutage an diesen Polyphenolen, an diesen sekundären Pflanzenstoffen, an den Ballaststoffen. Und die findet man nun mal in darmfreundlichen Gemüse. Und wenn wir viel darmfreundliches Gemüse essen, dann braucht es das andere gar nicht mehr so. Es ist eine Umstellung. Es ist ein anderes Ma Gefühl, ein anderes Gefühl natürlich im Magen. Doch wenn ich langfristig denke und ich weiß, ich habe jetzt erst Halbzeit von meiner Lebenszeit, weil ich habe immer schon gesagt, ich werde 120.
Da muss ich was dafür tun. Und ich will mit klarem Kopf 120 werden, weil ich es ja auch bei meinem Vater erlebe, was das bedeutet, wenn der Kopf dann nicht so mitspielt. Und ja, und es gibt viel. Wir brauchen auch bloß Literatur mal anschauen. Und deshalb Getreide. Bei mir ist es nur noch ganz selten in der Ernährung vorhanden. Ich esse dann lieber Kichererbsen, also dass ich also dann Hülsenfrüchte zu mir nehme oder gibt jetzt so, ja, man kann gut von den Linsen auch Pflanzerl machen oder Linsenpüree. Da sind die roten Linsen sehr hilfreich, also sehr, sehr lecker. Diese Woche habe ich 3 Tage Eintopf gegessen. Da kommt dann jeden Tag was anderes dazu und da habe ich dann auch zum Binden einfach gemahlene rote Linsen da mit reingekocht, dann ist das Ganze sämig geworden, dann kamen noch ein paar Erbsen am nächsten Tag dazu und dann habe ich da 3 Tage davon gegessen und ich habe mich wohlgefühlt. Mir ging es richtig gut. Wir haben so schönes Wintergemüse. Da kann man auch richtig gut satt werden. Ja. Und dann ein Samen dazu oder jetzt habe ich eine Kürbissuppe gekocht. Damit die gerösteten Kürbiskerne dazu ist auch immer eine gute Mahlzeit, wenn man Salat vorweg noch isst. Ich liebe ja den Zuckerhutsalat. Da mache ich mir eine schöne Soße mit Sojajoghurt und Senf. Da nehme ich am liebsten Mangosenf, ein bisschen Agavendicksaft und Salz und Dill und Apfelessig. Und ein hochwertiges Öl. Jetzt momentan nehme ich Distelöl. Das schön lange verrühren, dann wird es sämig. Dann kommt ein halber Apfel klein reingeschnitten dazu. Walnüsse, die ich vorher hydriert habe. Also das ist auch wichtig, wenn man Nüsse verwendet in der Küche. Sie werden besser verdaut und der Körper kann die wertvollen Nährstoffe leichter aufnehmen, wenn man diese Nüsse oder Mandeln hydriert, sprich am Tag vorher schon einweicht oder am Morgen einweicht, die quellen dann richtig auf und dann kommen da Walnüsse mit rein und dann mein geschnittener Salat. Es macht richtig satt. Da ist aber alles drin, was ich brauche. Ja. Ein bisschen ausprobieren. Ja. Und kostengünstiger ist es auch, wenn man so einkaufen geht. Schaut, Und was.